Was soll ich sagen? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind unterwegs, wie man sieht. Wetter soll eigentlich heute ein bisschen besser werden. Es ist noch sehr nebelig draußen. Wir fahren gerade zum Heidepark und wie es aussieht, wohl auch zum letzten Mal in diesem Jahr. Warum das so ist, sagen wir euch später. Ich würde erstmal sagen, los geht's mit dem Vlog. Ja, jetzt fahren wir gerade durch Vesselhövede. Und warum? Zum letzten Mal Heidepark. Ja, die Saison nähert sich dem Ende. Wir haben ja gerade Urlaub, beziehungsweise schon hat Ferien. Und in dieser Woche eine letzte Chance für uns nochmal zum Heidepark hinzufahren, weil dann die Saison eben zu Ende ist. Und der heutige Tag ist laut Wettervorhersage der einzige Tag mit wenig Regen und dem besten Wetter noch. Und das bei 8,5 Grad. So, was ist hier los? Egal. Und darum sind wir heute wahrscheinlich zum letzten Mal im Heidepark. Werden, weil wir was vorhaben am Wochenende, kein Halloween-Event mitnehmen können. Erträglich? Ja. Halloween geht auch anders. Ja, geht anders. Ist zwar schade, aber was mich dann auch wieder ein bisschen daran stört, dass man wieder was hätte zubezahlen müssen als Jahreskarteninhaber. Aber egal. So. Bisschen frech, ne? Finde ich nicht so gut, die Regelung. Wo soll man denn hier halten jetzt, an der roten Ampel? Hier wahrscheinlich, damit die anderen noch rüberfahren können. So. Heute ist wirklich eine verhexte Fahrt hier. Also nebelig, Leute fahren ohne Licht, stellen ihren LKW in entgegengesetzter Fahrtrichtung auf der Fahrbahn ab. Baustellen ohne Ende, auch in der Stadt, so wie auch hier. Darum gut, dass wir früh losgefahren sind. Wir haben es gerade jetzt mal 10 nach 9, kommen also auf jeden Fall pünktlich an. Ja, da stehen wir jetzt auf dem Parkplatz am Heidepark. Es ist jetzt 9:45 Uhr. Ja, so ist es halt, wenn Ferien sind. In Bremen und Niedersachsen natürlich voll hier das Ganze dann. Gut, wollen wir mal sehen. Johnny, noch was zu sagen? Nö. So, kleines Frühstück auf dem Weg zum Eingang. Was gibt's Feines? Ich denke mal, so ein Pizza-Salami-Brötchen. Ich habe hier erstmal so ein Croissant mit Nutella gefüllt. Sehr lecker. Du hast den mit Nutella gefüllt oder hast du dir einen mit Nutella gefüllten Croissant gekauft? So ist es. Oder? Ich habe doch oder gefragt. Egal. Will er mich nerven heute am letzten Heideparktag? Ich weiß nicht. Ja, ist so voll wie im Sommer, würde ich sagen. Nur ist es kein Sommer. Und das bei 8 Grad, ja genau. War was anderes. Und auch heute, wie soll es anders sein, ist der erste Weg, den wir einschlagen, Richtung Kolossos natürlich. Nochmal genießen. So eine schöne Holzachterbahnfahrt auf 60 Meter Höhe. Ja, das sind die Infos, die wir zu Kolossos haben. Ja, und das fahren wir jetzt. Cool, schon fast schwindelig, manchmal losgefahren durch die Q-Line, wo man hier sich durchschlängeln muss. Ja, jetzt haben wir noch mal zwei angenehme Fahrten gemacht vom Kolossos. War richtig cool, wenn man von oben so auf den Nebel guckte. Ja, und jetzt geht's weiter. Ja, mal gucken mit was mit. Wir haben ja unsere Runde mal so dann Richtung Desert Race oder Mountain Rafting. Mal gucken, wie die Schlangen sind, wie die Wartezeiten sind. Ja, was ein bisschen schade ist, das Gas ist abgestellt hier. Gibt keine Flamme mehr heute wohl beim
Kolossos, wenn man da durchfährt. Sehr schade. Ja, und jetzt, weil es so schön ist bei 8 Grad, eine kleine lockere Fahrt Mountain Rafting. So, mal gucken, ob wir nass werden oder nicht. Ja, mal gucken. Bis jetzt bin ich noch nicht nass geworden. Stefan ein bisschen. Ja, es gibt immer noch Bereiche vom Heidepark, wo man noch nie gewesen ist. Wie zum Beispiel hier in der Warteschlange, in diesem Bereich hier bei Zug der Dämonen. War immer zu gewesen, also muss heute richtig voll sein. Zumindest habe ich hier noch nie gestanden. Du schon mal? Ja, jetzt. Ja, jetzt habe ich auch schon mal gestanden. Okay. Warten wir mal brav. Draußen stand dran, Wartezeit 25 Minuten. Dauerte 2 Wagen, glaube ich, fahren. Immerhin wird das wohl nicht ganz hinkommen, aber vielleicht so ungefähr. Ja, es gibt Grünkohl und die Sonne scheint. Und ich muss mal sagen, für 16,50 Euro gibt es viel Kartoffeln. Und der Rest ist ein bisschen spärlich, muss ich mal sagen. Grünkohl ein bisschen wenig und vor allen Dingen hier der Kasslerbraten. Muss ich leider mal anmerken, das ist einfach zu wenig für den Preis. Dieses kleine Stück hier. Bei mir gibt es Schnitzel. Aber ich kann auch mal was lobend erwähnen. Ja, nicht das, was auf dem Teller ist, schmeckt wirklich lecker, muss ich mal sagen. Und dass wir auch draußen sitzen können, im Oktober, das passt auch so, fast schon wie eine kleine Kohlfahrt. Was machst du denn da? Das Verstreichen, so mag ich das nun mal. Und ich würde mich eigentlich davon distanzieren, draußen zu sitzen, weil ich sehe auch keinen anderen, der so bescheuert ist wie wir und draußen sitzt. Ich mach's ja nur wegen Stefan. Wozu draußen sitzen? Drin ist doch viel gemütlicher. Naja. Ich find's hier besser. Viel besser. Er hat mich sogar noch gefragt, ob wir drin sitzen wollen. Er hat das einfach, habe ich gesagt, ja, also, ja, dann gucken wir draußen. Hier gibt's keine Demokratie. Ich habe gehofft. Es gibt hier keine Demokratie, das wird nur so vorgespielt. Ich bin das Gesetz. Ich habe gehofft, dass du sagst, wir wollen draußen sitzen. Aber machen wir jetzt ja auch zum Glück. Oh, Wespe. Und wo ist schon, wenn man ihn sucht, am Handy? Was? Ich hab nicht verhört. Wenn du von da hinten kommst und du was sagst, höre ich das hier nicht, wenn ich hier sitze. Hab ich doch gesagt. Am Handy. So, weiter geht's im Heidepark. So, jetzt können wir noch mal einmal im sauren Apfel beißen, würde ich sagen. Einmal noch Kolossos. Und naja, es war angeschlagen 40 Minuten. Und weil es die letzte Fahrt ist, die wir wohl dieses Jahr mit der Achterbahn machen, nehmen wir das mal in Kauf, würde ich sagen, oder? Ja, deshalb stehen wir hier. Deshalb müssen wir hier stehen, leider. Aber zum Glück sind wir nicht alleine hier, sondern mit vielen, vielen anderen noch.
haben es geschafft. 40 Minuten sind rum. Was haben wir noch vor uns? Ganz bisschen Schlange. Fast fertig. Das ist locker noch mal 20 Minuten, sag ich mal. Ja, nee. Wollen wir mal sehen. Wir achten mal drauf. Also, das stand hinten und vorne nicht leider mit den Wartezeiten. Und das war sie auch schon, die für mich wirklich beste Fahrt im ganzen Heidepark. Wir haben es gewartet, 55 Minuten ungefähr. Aber gut, das ist für mich die beste Fahrt ist, wie gesagt. Und die letzte war leider, haben wir es mal in Kauf genommen. Oder, Johnny? Ja, ich habe, wie gesagt, kein Problem gehabt mit der Wartezeit. Also, ich fand es überhaupt nicht schlimm. Ich meine, es ist heute voller Tag, Ferien. Ich habe ja auch Ferien. Und im Endeffekt tragen wir genauso dazu bei, dass es lange Wartezeiten sind. Und deshalb bringt es nichts, sich darüber aufzuregen. Ja, hat er schon recht, der Johnny. Dann dauert es noch länger. Dann ist noch längerer Stress. Einfach ja, stehen und abwarten, kannst du jetzt etwas anderes machen. Gut, wir haben auch dieses Jahr ein bisschen Pech gehabt, sag ich mal. Was heißt Pech gehabt? Wir waren immer so viel beschäftigt, dass wir zum Heidepark kaum Zeit gehabt haben. Und somit unsere Besuchszahl in diesem Jahr leider einstellig bleibt. Also, das haben wir wirklich lange nicht mehr gehabt. Aber das Jahr war eben auch ein bisschen vollgepackt mit anderen Sachen. So, mal sehen, was jetzt noch Schönes kommt. So, mit dem Wetter haben wir heute richtig großes Glück gehabt, muss man echt mal sagen. Blauer Himmel und daneben ein Bergsee, der plätschert. Was machen wir also? Mountain Rafting fahren. Auch das war wieder mal eine lohnende Fahrt, macht mal wieder Spaß, Mountain Rafting. Also ist echt gut, sehr erholsam dazu und erfrischend für manchen. Und für manche auch nicht. Simone hat darum gebeten, dass wir ihr was Süßes mitbringen aus dem Heidepark. Das dürfen wir nicht vergessen auf jeden Fall. Sag lieber nichts, wir bringen ihr was mit. So, jetzt haben wir für Simone zwei Sachen gekauft. Mal eben lockere 10 Euro abgedrückt dafür. Und der Wespe ist auch schon am Start. So, einmal gibt es so einen Spieß mit frischem. Einmal Milchschnitt und einmal Brie mit Schokolade überzogen. So einfach ist es. Die Wespe ist schon am Start hier. So. So, mit der reichen Beute, die wir jetzt hier haben. Nein, warte, wir sind jetzt reich, weil wir die Beute haben. Gehen wir jetzt nach Hause, würde ich sagen. Denn wir sind jetzt ja nicht mehr so flexibel, dass wir also mit den Sachen hier uns im Park fortbewegen können oder geschweige denn auch noch irgendwo ein- und aussteigen können. Da haben wir auch ganz genug gemacht, würde ich sagen. Es ist jetzt 15 Uhr ungefähr. Ja, ungefähr. 14.48 Uhr. Ja, was? Du hast gesagt 15 Uhr ungefähr. Filmst mich, dann sage ich, wie spät es genau ist. Ja, das freut uns doch alle sehr, dass du das alles so genau nimmst. Was soll ich denn sonst sagen? Wir gehen nach Hause jetzt, wollte ich sagen. Wir fahren nach Hause jetzt. Ich habe vergessen, was wir eigentlich schon gesagt haben. Nein, lass an, bitte. Wir retten die Aufnahme noch. Stefan wollte nämlich ausmachen, aber wir bleiben authentisch und lassen die Aufnahme einfach laufen. So ist das. Man verspricht sich auch mal. Die Ansage haben wir aber jetzt zweimal gemacht und ich wusste schon nicht mehr, was ich in der ersten gesagt habe und was ich in der zweiten noch sagen muss. Ja, dann ist, wenn du es vergessen hast, unwichtig. Dann drauf geschissen, wir haben alles gesagt, oder? Okay. Oder liegt dir noch was auf dem Herzen? Okay, drauf geschissen, wir hauen jetzt ab. Und nun kommen wir zum nächsten Abenteuer. Finde unser Auto. Ich glaube sogar, dass ich es finde. Ich habe mir so ein paar Zeichen gesetzt.
zum Beispiel so ein ziemlich hoher Mast war in der Nähe und neben uns war ein ziemlich dickes Auto und gegenüber von uns war ein ziemlich knalliges grünes Auto. Gut, dann wird's einfach. Auf geht's. Etwas zum hohen Mast. Ja. Den Mast haben wir ja schon mal gefunden. Wo ist das Auto jetzt? Also ich habe unser Auto zwar schon gesehen, aber das Kennzeichen, nicht das Autokennzeichen, aber das Zeichen, woran ich es mir gemerkt habe, ist dieses knallgrüne Auto da hinten. Sieht man es? Ja, man sieht's. Und da ist unser Auto. Verschlossen. Erhöhtes Verkehrsaufkommen voraus aufgrund von Gefahrenstellen. Du befindest dich noch auf der schnellsten Route. Ach ja, wie schön es doch ist, wieder auf der A1 zu sein. Hier ist wieder mal richtig was los. Wir sind kurz vorm Stau. Gut, die A1 nach... Also wir fahren ja oft auf der A1, weil eben die A1 an Bremen vorbeiführt. Mich würde mal interessieren, für die Kommentarfunktion, was ist für euch die ätzendste Autobahn, die es in Deutschland gibt? Für mich ist das ganz klar die A1, denn es gibt eigentlich keinen Tag, wo man auf dieser A1 mal ungestört fahren kann. Stau ist hier also immer angesagt. Und mir tun echt die LKW-Fahrer leid, denn jetzt 12 Kilometer, also ich weiß genau, es dauert so lange, hier fängt der Stau für die LKW-Spur bereits an. Und mindestens bis nach Bremen, also 12 Kilometer, werden diese LKWs jetzt hier im Stau stehen. Und wir haben noch ein bisschen Glück, können mit dem PKW an diesen LKWs vorbeifahren. Aber das ist ja auch wirklich jeden Tag so. Ich weiß nicht, warum das so ist. Auf jeden Fall ist die A1 für mich einfach nur ätzend. Was für ein Stress. Kaum sind die Jungs weg, sind sie gefühlt auch schon wieder da. Sie haben gerade Bescheid gesagt, sie sind auf dem Rückweg. Für mich ist die Zeit hier zu Hause nur so verflogen, denn ich habe mit meinem neuen Stativ einen eigenen Vlog für meinen Kanal gefilmt und ja, irgendwie die Zeit ist echt verflogen und was fällt denen ein, jetzt schon wieder zu kommen? Ist doch noch hell draußen. Ja. Also für mich, ich kann das ja noch nicht so nachvollziehen, weil ich fahre ja kein Auto, aber als Beifahrer ist es natürlich nicht ganz so anstrengend, weil man auch gar nicht darauf achten muss, wann, also, aber sag mal ehrlich, Stefan, mit Automatik ist es schon eine viel bessere Erleichterung, durch den Stau zu fahren, als mit einer Kupplung. Auf jeden Fall. Trotzdem? Ja, trotzdem scheiße, muss nicht sein. Trotzdem scheiße, muss nicht sein. Und das ist eine... Was mich auch ärgert, ist, dass es hier in Bremen oder vor Bremen immer so ist. Also man kann hier fahren, wann man will. Freie Fahrt hat man hier niemals. Aber so ein Stau wie jetzt natürlich ist auf drei Spuren jetzt hier mit Verzögerung ohne Ende wegen Baustellen. Also die A1 ist auch voll mit Baustellen. Keine Ahnung. Und läuft trotzdem nicht, ne? Läuft trotzdem nicht. Das kriegen sie auch niemals fertig. Ich verstehe nicht, wie machen es andere Länder? Als wir in den USA gewesen mehrere sind. Mehrere Spuren, ne? Ja, mehrere Spuren, aber da waren die Straßen nicht so kaputt wie hier. Und da sind die Straßen einer viel größeren Hitze ausgesetzt als bei uns. Und trotzdem hält der Asphalt. Und hier muss man andauernd... Boah, was jetzt aber nicht hält, ist mein Arm. Ich muss mal kurz... So, jetzt. Ja. Na, ich war auch schon fertig mit Sprechen. Ach so. Wir genießen jetzt noch ein bisschen Musik und nochmal diesen dreispurigen Stau hier. Mit Glück haben sind wir in 20 Minuten zu Hause, laut Navi. Hoffentlich bleibt es auch so. So, angekommen zu Hause. Ja, noch nicht ganz. Das war wieder eine Fahrt auf der A1, kann ich nur sagen. Naja, wusste man ja ungefähr vorher. Trotzdem war es ein schöner Tag. Hat richtig Spaß gemacht im Heidepark, fand ich. Bei bestem Wetter. Ja, jetzt brauche ich Stefans Hilfe, weil ich ohne Schlüssel nicht reinkomme. Da kommen Sie, die Heidepark-Abenteurer. Haben Sie keinen Schlüssel mit? Doch, aber wir haben die Hände voll. Wegen dir. Wegen mir? Wir haben dir was mitgebracht. Oha. Wie gewünscht. Ja, packe ich mal aus dem Wohnzimmer.
Ist das jetzt ein Spannungsbogen nur für mich oder auch für die Zuschauer? Wissen die Zuschauer, was da drin ist? Ja, gut. Zwei Sünden. Ach, geilo. Oh. Das sieht schon mega aus. Ich weiß nicht, ist da was abgefallen oder hat da schon einer genascht in der Mitte? Und? Ach super, was ist das denn? Was habt ihr denn da ausgesucht? Milchschnitte. Ah, das kann ich gar nicht erkennen. Ja gut, da schwärmen so viele von. Den Cheesecake hatte ich ja schon mal. Zwei völlig neue Sachen. Cheesecake? Vielen Dank. Cheesecake gibt es auch mit so Schokolade überzogen am Stiel. Ja, besten Dank. Aber abgeben tue ich euch natürlich nichts. Einen wunderschönen guten Morgen. Ein neuer Tag. Wir wagen es nochmal. Simon und ich fahren heute nach Oldenburg mit dem Zug. Wir wagen aber auch nochmal, John das Haus hier hüten zu lassen, alleine. Am letzten Video, wer es gesehen hat, weiß, warum ich etwas skeptisch bin in dieser Sache. Ja, war von mir auch nicht so geplant. Das ist ja, sich zu übergeben, ist ja schließlich auch ein menschliches Bedürfnis, wofür ich nichts kann. Ja, hoffen wir aber auf jeden Fall auf bessere Überraschungen, wenn wir wiederkommen, als beim letzten Mal. So, jetzt muss man ein bisschen beeilen. Der Zug wartet ja auch nicht auf uns. Und da stehen wir auch schon an der Bushaltestelle. Und warum lassen wir jetzt hier gerade eine Straßenbahn verstreichen? Weil wir uns das Niedersachsen-Ticket gekauft haben. Hier ist es. Gilt immer erst also ab 9 Uhr. Und dann kann man im VBN-Tarif alles fahren, was man will, bis irgendwie nachts um 3, glaube ich. So. Und das ist erst in 2 Minuten. Und dann müssen wir jetzt warten auf die 24, auf den Bus, der uns dann zum Neustadtbahnhof bringen wird. Und dann geht es weiter, hoffentlich ohne Strapazen, nach Oldenburg. Ja, lässt du dich nochmal auf das Abenteuer Zugfahrt ein, ja? Nachdem du letztes Mal so gemeckert hast. Ich fand's auch nicht gut, ehrlich gesagt. Echt nicht. Ach, aber gut. Mein Gott. Diesmal habe ich aber geguckt, wann der Zug fährt und alles. Also, ne? Hauptsache, nimm mich mit, dann läuft das vielleicht besser. Hauptsache, der Bahnhof ist sauber, ne? Das hoffe ich natürlich. Ach, das ist nicht wieder, egal, da halte ich mich ja nicht lange auf. Ekelhaftig. So, da sind wir auch schon am Neustädter Bahnhof. Das ist also nicht der Hauptbahnhof von Bremen, wo wir jetzt sind. Das wäre auch schlimm, wenn es der Hauptbahnhof von Bremen wäre. Gesehen hat, nach Stefans letztem Gemotze, als wir hier auch auf diesem Bahnhof waren, der Durchgang, die Unterführung ist gereinigt worden. Da lag kein Müll rum, kein Laub, irgendwie kein gar nichts und es hat auch nicht so gestunken. Also, weiß jetzt nicht, manchmal hilft vielleicht doch meckern, keine Ahnung. Also ob man sich drüber freuen muss oder es positiv erwähnen muss, dass ein Bahnhof nicht nach Pisse und anderen Sachen stinkt und dass da einfach der Dreck rumliegt, weiß ich nicht. Ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Und wenn das heute mal so ist, dass es hier einigermaßen aussieht, ist ja alles gut. Muss man jetzt nicht sagen, dass es alles toll ist. Aber meckern hilft auf jeden Fall. Denn meine Devise ist ja immer, wenn man nicht irgendwas sagt, dann ändert sich auch nichts. Gut. Vielleicht muss man es nicht im Video sagen und man muss es vielleicht... Du musst es nicht mir sagen, ich bin nicht dein Blitzableiter. Manchmal schon. Ja, leider. Bisschen klein dafür, ne? Ja, ich liebe es, wenn ich allein zu Hause bin, weil dann würde zum Beispiel wie in einem Fall von diesem hier, dass der Tisch nach dem Essen noch so aussieht, da sagt halt dann keiner was. Ich glaube, wenn das hier mit Stefan und Simone passieren würde... dann würde ich vor allem von Simone Donnerwetter erleben, die mag sowas nämlich gar nicht, aber brauche ich ja keine Rücksicht drauf zu nehmen, weil ich ja noch allein zu Hause bin. Wenn die beiden dann wieder da sind, ist das natürlich alles entsorgt. Sitzen wir auch schon, schön bequem in Richtung Oldenburg. Ich sehe gerade noch den Dom als letzten Gruß von Bremen. Und Simone hat sich schon richtig hier eingelebt, hat nämlich eine Zeitung gefunden. Ja, der Weserkuchen, ja, die Tageszeitung. Aber mal ganz ehrlich, bei dem Zeitgeschehen aktuell möchte man das alles wissen, das alles lesen, sich damit belasten. Ich bleibe bei den Promi-News hier. Das
lese ich mir eher durch. Überpünktlich angekommen, würde ich sagen. Ich glaube, eine Minute zu früh laut Fahrplan. Oh, die Sonne blendet. Ja, war jetzt gar nicht so schlimm, die Zugfahrt. War total bequem, angenehm. Ja, mehr fällt mir gerade nicht ein. So, kaum angekommen in Oldenburg. Schon haben wir auch für meinen Papa ein Geschenk gekauft zum Geburtstag. Genau, kann man schon erahnen, was es ist. Also wir hatten nette Beratung, muss ich sagen. Ja, diesmal es ist ein Buch. Und normal sucht Simone die Bücher immer aus und diesmal habe ich mal eins gefunden als Nichtleser. Aber ich glaube, es ist ganz gut und die Verkäuferin hat mir auch beigepflichtet und es mir wärmstens ans Herz gelegt, es zu kaufen. Wie heißt es überhaupt nochmal? Das kann ich dir gerade nicht sagen. Der Schriftsteller heißt Stefan mit Vornamen. Das konnte ich mir jetzt merken und er ist gebürtiger Oldenburger. Das passt ja. Das passt. Na gut, wie das Buch heißt. Das ist ein gutes Omen. Wissen wir jetzt nicht. Moment, kann ich dir sagen. Soll ich es eben raussuchen? Was? Ich habe ja noch den Kassenbon, da muss ja draufstehen. Das stimmt. Oder auch nicht. Herr Winter. Herr Winter taut auf. Ja. Von Stefan Kuhlmann. Ja. Oder Kuhmann. So, das haben wir schon mal geschafft. Jetzt geht's weiter in unserem Spaziergang. Was haben wir eigentlich vor heute in Oldenburg, wo wir gerade dabei sind? Wir wollen heute. Ich wollte ja eigentlich erst shoppen und dann habe ich aber gedacht, mit dem an meiner Seite geht das nicht. Nee, dafür bin ich auch nicht. Im Zug habe ich auch keine Lust, mich mit den Tüten hier abzudödeln. Und ja, also machen wir das, was wir am besten können. Essen gehen. Wir wollen nämlich, wo gehen, müssen wir lang gehen? Ich glaube, wir gehen mal in die Richtung. Wir wollen nämlich heute, es ist ein neues Restaurant geöffnet worden, das heißt Ankerplatz und die Person, die das eröffnet hat, der das gehört, die kennen wir aus Bremen. Die hat früher in Polanas gearbeitet. Das hat ihr sozusagen mitgehört und sie hat es geleitet. Und das war für uns die beste Zeit an der Schlachte. Wir waren da wirklich in der Woche mehrmals dort. Und sie hat jetzt so ein nordisches Restaurant eröffnet hier in Oldenburg. Und das wollen wir heute ausprobieren. Genau, bei unserem letzten Besuch hier in Oldenburg vor ein paar Wochen haben wir ja das andere Lokal von ihr hier das in Oldenburg Paulana. Besucht. Das genau. Paulana, das war, hat uns auch sehr gefallen. Ja. Und jetzt bin ich mal gespannt auf die norddeutsche Richtung. Ja. Und das, da freuen wir jetzt schon drauf. Wir haben extra nicht gefrühstückt. Und wir essen auch eine norddeutsche Spezialität. Wahrscheinlich, ja, gibt's ja nur ganz da. Ganz sicher, weiß ich schon, aber wir verraten noch nicht was. Ja. Ihr könnt ja mal raten. So, und was ich noch so heute am Tag mache, ein bisschen wieder Nintendo Switch spielen. Was heißt ein bisschen? Eigentlich überwiegend Nintendo Switch spielen. Liegt daran, dass ich mir jetzt das neue Modell zugelegt habe. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. OLED oder OLED. Ich glaube OLED. Um das mal so zu zeigen. Das hier ist die normale Switch. Man sieht hier diese schwarzen Ränder zum Beispiel. Oder diese Stütze hier. Das sind alles so ein paar Dinge, die nicht nur ich, sondern viele Besitzer der Nintendo Switch so bemängelt haben. Wie zum Beispiel auch Mikrofon fand ich, war eigentlich ganz in Ordnung, weil ich überwiegend am PlayStation gespielt habe, am Fernseher gespielt habe. Aber jetzt, was heißt jetzt, gibt es auch schon länger, ist nur ein bisschen an mir vorbeigezogen, weil ich dann halt mit der PS5 beschäftigt war, gibt es halt dieses Modell ohne diese dicken schwarzen Ränder mit einem besseren Ständer, kann man dann auch auf eine Matratze stellen, was ich oft mit der anderen versucht habe, im Bett ein bisschen auf gemütlich spielen, geht jetzt zum Glück und ich muss auch sagen, ich kann es nicht beschreiben, insgesamt das ganze Handhabungsgefühl fühlt sich hier viel, viel besser an und es ist einfach alles qualitativer auch verarbeitet, also das hier ist ja so ein, es ist wirklich Glas, es fühlt sich so ein bisschen nach Plastik auch an, das Display und hier fühlt sich halt das Ganze wirklich nach Glas an und sieht nochmal viel kräftiger aus, finde ich. Also, weiß nicht, vielleicht kommt es mir auch nur so vor, weil die Konsole für mich einfach neu ist. Aber, jetzt spiele ich nicht überwiegend am Fernseher damit, sondern erstmal in den Händen, weil, dieses dynamische Bild mich einfach echt beeindruckt. Und, ich habe meinen Spaß damit, habe auch schon überwiegend alle Spiele, die mich aktuell interessieren, rübergeladen und bin aktuell beschäftigt mit dem aktuellsten Zelda. Jetzt gehen. Zwischendurch den Schlossgarten. Es
geht noch nicht nach Bremen, sondern weiter auf der Gartenstraße. Und nebenbei ein bisschen staunen über die günstigen Benzinpreise. Das teuerste Benzin kostet hier 1,86. Unglaublich. Da sind wir auch schon. Ging ganz schnell. Ich hatte es ja schon angekündigt, das ist die norddeutsche Spezialität, die oldenburgische Spezialität, das ist nämlich Grünkohl. Sehr lecker bestimmt, es riecht nämlich schon köstlich. Ich probiere mal. Wie er sein muss. Total lecker. So, jetzt wird es wieder ein bisschen heller hier. Das war der Grund, warum wir eben das Licht gefilmt haben, weil der LKW dann nämlich da vorne die ganze Fensterfront versperrt hat. Mein Kohl schon fast alle. Aber was es hier gibt, für Bremen ist das echt eine Besonderheit, muss ich mal sagen. Gibt es ganz selten in Bremen. Ich liebe es. Ein Jever. Es ist schön bitter. Schmeckt so richtig schön, wie es die Werbung sagt, norddeutsch. Und passt in diesen Laden total toll rein. Und mir schmeckt es sehr gut. Ganz nach meinem Sinne gibt es hier zum Mittagstisch, den wir gerade hatten und der super lecker war, noch ein Tagesdessert und zwar ein Brownie. Und ja, ich liebe ja sowas. Hausgemacht. Sehr lecker. So, das war wunderschön. Es war so sehen zufriedene Gesichter aus. Genau. Oder? Ja, das war für mich der beste Grünkohl des Jahres bisher. Zum dritten Mal jetzt schon in der kurzen Saison Grünkohl gehabt. Einmal in Bremen, einmal im Heidepark und einmal in Oldenburg. Und das war wirklich total lecker. Und die Oldenburger Pinkel habe ich heute erst gelernt. Da muss man die Pelle gar nicht abmachen, kann man so mitessen. Genau, die ist ein bisschen fester, das ist nicht so fettig irgendwie. Also auch total lecker. Ja, viel einfacher als die Bremer Pinkel, nicht? Aber ist beides gut. Ist beides gut, ja. So. Jetzt gehen wir noch weiter. Also und wir haben einen neuen, wie nennt man das? Nicht Schnaps, sondern Likör. Irgendwie sowas Leckeres kennengelernt. So ähnlich wie, also ist vergleichbar mit Baileys, so ein Likör. Aber ich weiß nicht, ob es allgemein so heißt oder nur hier. Die Franzi, das schmeckt nämlich so wie Franzbrötchen. Das ist so ein, oh, es war total lecker. Ich habe mir zwei bestellt, also weil das so lecker war. Ja, war ein tolles Mittagessen, sag ich mal. Wie spät haben wir eigentlich jetzt? Wie viel Uhr? Ah, oh, warte mal kurz. Ich glaube 2 Uhr. Ja, es ist 2 Uhr. 14 genau. Uhr, ja genau. Die Sonne scheint, wir haben auch den Teller schön aufgegessen, also keine Sorge. Und ich würde mal sagen, also da du ja nicht der Shopping-Freund mit mir bist, gehen wir jetzt irgendwo anders uns noch irgendwie ein Sonnenplätzchen vielleicht suchen, wo wir einkehren. Und ich habe schon vorgeschlagen, ich möchte auch, jetzt haben wir den Mittagstisch getestet, ich möchte auch die Abendkarte unbedingt mal testen. Da waren so tolle Sachen drauf, auch Snirtje-Braten, was wir auch mal zusammen gemacht haben hier im Video. Wir haben keine Zeit, sammel nicht so viel. Ich möchte noch mal Date Night mit denen hier abends machen. Gott. Vielleicht sogar mit Hotelübernachtung. Ich will gar nicht mehr aufzureden. Was denkt ihr? Wollen wir das machen? Ja? Ja? Ja, danke. Ciao, 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 ciao. So, das war's also. Wir haben zwar gerade erst gegessen, aber ja, so als dachte, Snack. Ja, sehr genau, cool. Zum Bier so ein bisschen was zu knabbern. Ich wusste jetzt nicht, dass das so viel ist an Nachos. Und mit zwei Dips, die man sich aussuchen konnte. Ich habe einmal hier Käse hoffentlich, weil du das gerne magst. Ja. Und einmal Guacamole bestellt, weil ich die gerne mag. Und ja, sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Also warte, schmeckt bestimmt auch gut. Du musst auch einen Dip reinmachen, ne, wenn du schon bestellt hast. Schon ohne Dip schmeckt es gut. Mach mal. Lecker. Mein Shopping-Trip ist beendet. Ich habe in Ruhe gerade noch einen Kaffee getrunken. Und ja, was habe ich mir gekauft? Magic Dust. Das ist das Gewürz, was ich letztens vergeblich in Bremen gesucht habe. Ich habe Pulled Pork selber gemacht im Opti-Grill. Und dazu hätte man dieses Gewürz gebraucht. Habe ich nicht gefunden, musste ich mir irgendwie anders behelfen. Jetzt bin ich froh und werde das Ganze nochmal probieren, weil es hat uns allen drei super geschmeckt. Und dann habe ich mir noch was gekauft. So, ich glaube, das ist eher dann nur für mich.
Und zwar ist das Franzbrötchen-Gewürz. Kann man über seinen Porridge machen, über seinen Kaffee morgens, über, keine Ahnung, über alles Mögliche, über seinen Frühstücksquark irgendwie. Klingt total lecker und ist ja auch total ergiebig in dieser Würzmühle irgendwie. Und was ich noch gefunden habe, ist dieses, die Franzi, den Likör, was wir vorhin im Ankerplatz getrunken haben, was total lecker war. Ich wollte es erst mitnehmen, dann hat aber die Vernunft gesiegt, 0,5 für 20 Euro. Ich habe es stehen lassen, also es war mir echt zu teuer, aber ganz egal, ich bin jetzt hier für 11 Euro total happy mit meinem Shopping-Trip. So, inzwischen ist es ca. 18 Uhr und wie man sieht, ich habe mich jetzt tatsächlich erst frisch gemacht, also natürlich Zähne geputzt und alles habe ich heute Morgen gemacht und geduscht, aber jetzt habe ich mich zum ersten Mal so gemacht, dass ich mich draußen blicken kann, aufgrund dessen, dass Stefan und Simone gleich zurückkommen und wir uns verabredet haben, an der Schlachte noch Abendessen zu gehen. So, Gleis 5, unser Zug fährt ab in 10 Minuten ungefähr. Ja, habe ich gut geschaut, oder? Ja, ja, ist gut. Nicht so planlos wie du. Ich zeig dir, wie man Zug fährt. Das ist nicht lachen. Es ist so, ja. Ach, ja gut, alles klar. So, ja. Warten wir mal schön und dann geht's ab nach Bremen und dann treffen wir uns mit John im Louvre zum Abendessen. Das musst du doch nicht so sagen. Dann musst du sagen, wir fahren jetzt im Zug gechillt nach Hause und in Bremen treffen wir uns auch mit jemandem. Mit John, ja. Das meinte ich ja. Musst du doch nicht verraten, Mann. So, egal. So, wir sind angekommen. Ich will gar nicht immer meckern. Aber es ist, immer wieder mal so, dass ein Zug, der von Oldenburg nach Bremen fährt, auf gerader Strecke, wo es keine Staus geben kann, 20 Minuten Verspätung sich aufhäufen können, wo der Zug tausendmal anhält gefühlt, kann ich nicht verstehen. Tut mir leid. Also auf den Zug kann man sich nicht verlassen. Darum fahre ich auch sehr ungern mit der Bahn. Das mal nebenbei gesagt. Ja, aber wie gesagt, du bist jetzt nicht, dein Feierabend ist nicht in Verzug gekommen. Du hast Urlaub, wir haben einen schönen Tag in Oldenburg gehabt mit dem Zug. Ja, das haben wir. Das stimmt, das haben wir, ja. So, das lasse ich mir jetzt davon nicht vermiesen. Ich auch nicht, ich wollte es nur mal erwähnen, ja, und bei dass das Zugfahren wieder mal kein Vergnügen gewesen ist. Ja, aber bei der Gelegenheit muss ich mal echt sagen, lass mal ja hier nicht den Mund verbieten oder wie alle immer so tun, die arme Simone und die Jungs und so. Also wie ihr gerade gemerkt habt, ich gebe ja auch immer Kontra und wir wollen uns auch nicht den Mund verbieten lassen. Wir reden so, wie uns der Schnabel gewachsen ist, wie man so schön sagt. Und deswegen, also nehmt das doch einfach mal. Kann man auch mal sagen, dass das Zugfahren einfach nur Scheiße ist. So. Ach, auf geht's jetzt. Wir haben uns jetzt mit John verabredet, der ist schon im Restaurant, ja, wahrscheinlich. Weil Termine. Termine, ja. Stress. Naja, Stress ist ein bisschen zu viel gesagt, aber Eile haben wir. So. Klang so gut, wie gesagt, mit der Zugfahrt. Die 20 Minuten Verspätung war nicht eingeplant, aber wir lassen den Abend jetzt geschillt ausklingen hier. Und das Video auch. Wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren. Bis zum nächsten Video. Tschüss.